Sonnenaufgang über den Lefrecken. Heute geht es über das Ragezeltörl, Abfahrt Richtung Stall und Aufstieg Richtung Hochkreuz und dann wieder Abfahrt Richtung Stalle. Das ist sicher eine super Tour bei schönem Wetter. Rückalbe. Und da geht es ins Ragezeltlaufe. Oben sieht man den Ragezeltalm. Wir sind da jetzt in der Ragezeltalm, ein Blick in die Brunnalm. Und da geht es jetzt auf ins Ragezeltörl. Da oben sieht man schon den Ragezeltlenker, das ist noch eine Viertelstunde und dann ist der erste. Da hinten sieht man den Langschneider, aber da gehen wir nicht rein. Wir fahren jetzt ab in die hintere Stalle und steigen da drüben aufs Hochkreuz, was man jetzt gleich sehen wird. Das ist die Abfahrtsstrecke. Und da drüben sieht man schon den Gipfel. Erste Abfahrt auf die hintere Stalle. So, das ist toll, einige die Aufstiegsroute wieder bis zum Hochkreuz. Oben rechts einer. Ich bin im letzten Aufstieg, ca. in 2300 Meter und es ist ja super Wetter und ich freue mich schon auf die Abfahrt. Thank you.
Ja, jetzt gibt es wieder tolle Schwinge. Traumabfahrt, leicht aufgeführt, der Neuschnee für 3 Tage, perfekt zum Fahren. Jetzt gibt es ein gutes Bier und ein Superkraut, fahren wir zum Brunner. Empfehlenswert. So. Das gibt es beim Brunner. Da kommt bei Eschen. Wie gesagt, da kommt bei Eschen der Brunner.